Leute, ich bin's wieder, euer Pokémaniac. Und heute habe ich euch hier einige sehr coole Produkte mitgebracht, die ich alle in Zukunft hier auf diesem Kanal öffnen werde. Ihr seht hier die Marshadow GX Box, die Amigento GX Box. Dann haben wir hier die Alola Raichu Pin Kollektion oder Kollektion ohne Pin. Hier haben wir dann noch die zwei Dreierblister von Aufziehen der Sturmröte. Und heute widmen wir uns dem hier. Der schimmernde Legenden Zoroark Pin Kollektion. Sehr cool. Wir halten hier so einen Zoroark Pin, der echt stylisch aussieht. Und natürlich zudem eine Zoroark Promokarte, die echt richtig cool aussieht. Wir werden diese Box mal öffnen und mal schauen, was hier drin ist. Dann zeige ich euch das nochmal ganz genau. Auch einmal ganz kurz die Rückseite hier. Setze auf Zoroarks Trugbilder. Hier mit einem echt coolen Klappentext noch. Falls ihr euch den durchlesen wollt, echt schönes Produkt. Natürlich sind hier drin nur 3 Booster Packs. Und diese Box, dafür habe ich tatsächlich 20 Euro gezahlt. Für so eine kleine Box. Also die ist schon verdammt kostenintensiv. Für nur die 3 Booster. Allerdings, da ich diese Promos auch echt intensiv sammle und die gerne habe, macht mir das nicht sonderlich viel aus. So. Und zwar haben wir hier dieses Inlay, das Plastik-Inlay, das irgendwie sogar ein paar abgerundete Seiten jetzt hier neuerdings hat. Dieses Zoroark, was ich hier raustrennen werde, ganz, ganz vorsichtig, um euch das auch vernünftig zu präsentieren. So, da haben wir es. Zoroark. Schön aus nächster Nähe. SM Promo Nummer 89. Schon. Echt schön, auch mit dem Holo-Effekt. Sehr passend, ganz guter Zustand, wie das daraus gekommen ist. Mit Reißklaue. Und verhängnisvoller Zamalma. Ziemlich powerful, das gute Stück, finde ich. Und eben wahrscheinlich hier drin, um eben auch nochmal ein bisschen das Zoroark GX zu advertisen. Hier sehen wir einen Zoroark Pin, der echt cool ist. Sehr nice, auch von der Verarbeitung echt Hammer. So. Genau, das wär's hier an weiteren Dingen, die hier drin sind. Aber natürlich fehlt noch eine Sache, die immer eigentlich fast dabei ist in diesen neueren Produkten. Ein Online-TCG-Code natürlich, der diese Promokarte hier freischaltet für das Online-Sammelkartenspiel. So, da haben wir nun diese coolen Kleinigkeiten. Und nun schauen wir mal, was in diesen 3 Boostern drin ist. Wir haben lustigerweise 2-mal Mewtwo und einmal das rote Genesekt. Wir starten mal mit dem roten Genesekt. Einfach so. So, Codecard an die Seite. Und 1, 2, 3, 4. Vor die 2, die sich davor befinden. Schimmernde Legenden zählt als Sonderset. Dieses Set gibt es nicht im Handel so zu kaufen, also als einzelne Booster in der Regel. Hier haben wir Egenivor, Fililu, wir haben Minun, Flunschlick, ein Kapilz, eine Feenenergie. Oh, sehr nice. Bisaflor, Leute. Bisaflor, sehr cooles Pokémon. Krypuk. Doppelfarblos Energie. Super Anziehungskraft ist die Reverse. Und die Stern ist Zekrom Holo. Genau, wir erhalten nämlich in jedem Pack von Schimmernde Legenden eine Holo. Sehr schön. Also wird man in der Beziehung schon mal nicht enttäuscht. Dann haben wir hier einen kleinen Stapel.
Und mal schauen, was wir hier haben. In dem zweiten Booster-Pack dieser Box. 1, 2, 3, 4. Und wir haben Baldor Fisch. Wir haben Kurtel. Minon. Ein Rossana, was echt ulkig aussieht. Bisa Knutzp, Pflanzenenergie. Oh, Bisa Flor, noch einmal. Sehr cool. Bisa Flor mag ich sehr gern. Früher war es eines meiner Lieblingsstarter-Pokémon. Hier haben wir Arbok. Venufliebes. Pikachu. Echt süßes Artwork. Coole Pikachu-Karte. Und Keldeo ist die Holo. Sieht echt schön aus, aber natürlich wäre es noch nicer, wenn es jetzt eine Shiny-Karte gewesen wäre. Zum Beispiel. Letztes Booster-Pack mit Mewtwo-Pack-Artwork. Mal schauen, was dort drin ist. So. Vielleicht ist ja was Gutes drin. 1, 2, 3, 4. Ich habe immer mehr Glück in diesen großen Boxen als in diesen Dreierboxen. In diesen Dreier-Booster-Boxen, Dreier-Spezial-Boxen ist es echt nicht so gut, die Ausbeute. Baldor Fisch. Hier haben wir Kurtel. Minun. Ein Rossana. Bisa Knosp. Eine Stahl- oder Metallenergie. Oh, sehr cool. Fuegro. Sehr powervolle Karte, sehr powervolle Pokémon-Karte, die auch tatsächlich eine Uncommon-Karte ist. Wir haben Pokémon-Fänger. Super Anziehungskraft. Keldeo ist die Reverse. Das nenne ich mal cool. Oh. Und Viridium ist die Stern. Okay, also von diesen legendären, ja, Quartett von den legendären vier. Hier haben wir zwei in einem Pack. Das ist ein ganz cooles Pack, würde ich sagen. Aber alles in allem eher eine durchschnittliche Box. Definitiv mein Most Favorite Pull ist hier von... Ja, dieses Pikachu ist auch cool. Das sind so meine Favorite Pulls. Das Zorak ist definitiv das Beste aus dieser gesamten Box, muss ich sagen. Leute, ich hoffe, das Opening hat euch gefallen. Es war ein eher spontanes, kurzes Opening hier. Und genau, ich wollte euch einfach mal zeigen, was ihr die nächsten Wochen hier noch seht auf diesem Kanal. An weiteren kleinen, netten Produkten hier, die jeweils drei Booster-Packs alle in sich haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Euer Pokémoniac. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Bis dann.